Hallo und herzlich willkommen zurück. Endlich geht es nun weiter mit Life is Strange. Da gab es ja eigentlich im Prinzip direkt nachdem ich angefangen habe, direkt auch schon den Ausfall aus dem schlicht und ergreifenden Grund, weil ich einfach viel zu viel gleichzeitig wollte und dann irgendwie alles ins Erliegen gegangen ist. Also das Ende ist dann dran, dass halt nichts mehr passiert ist. Deswegen habe ich nun, ja, sage ich jetzt mal so, beschlossen und es auch abstimmen lassen, liebevoll, was jetzt zu Ende, also was nachdem jetzt Secret of Mana zu Ende war, jetzt weitergespielt werden soll. Und es wurde sich für dieses wunderschöne Spiel entschieden. Und wenn ich mal bedenke, 20.08. ist wirklich schon ein paar Tage her, dass wir das gespielt haben. Also wird es Zeit, dass wir weitermachen. Wir sind echt nicht weit gekommen, auf gut Deutsch. Und wir sind gerade in Chloes Haus im Erdgeschoss. Und da fahren wir jetzt einfach fort. Und ich weiß nicht, wie ich mich anstellen werde. Ja. Man darf gespannt sein. Oh Gott. Jetzt muss mal kurz hier. Ich nehme auch gerade das erste Mal mit diesem Setting hier auf. Ansehen. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Okay. Ihre Abrechnung ist beigefügt. Dringend Elektrizität überfällig. Ja, nicht so gut. Erstmal, genau, wir haben. Boah, ich muss mich erstmal. Das Schöne ist, ich spiele jetzt dieses Spiel und ich habe mir gerade eine neue Maus gekauft. Und muss jetzt erstmal mit der Maus zurechtkommen. Das war eigentlich voll die schlaue Idee, mich da jetzt direkt ans Spiel zu setzen. Ah, ich wollte heute unbedingt noch aufnehmen. So, öffnen wir mal die Nope, Tür. someone locked it from the other side. Alles klar. Also, wir haben. Genau, uns ist die Kamera runtergefallen, das weiß ich noch. Und als nächstes müssen wir das Werkzeug, glaube ich, suchen. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. Ja, damals war sie wohl ein wirklich sehr fröhlicher Mensch, scheinbar. Das hat sich wohl sehr geändert, nachdem Max weggegangen ist. Danke. Was? Hey Max, bist du immer alles klar? Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut, ich bin ab viel Zeit. Bis dann. Danke nochmal für deine Hilfe. Achso, ist ein anderer Tag. Kaffee, du bist ein Arschloch. Okay. Komm ich hier wieder raus? Genau. Die Käthe. Da, Love Your Mom. Das ist wohl Essen in der Mikrowelle. Lichtschalter. Einschalten. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich die Folgen jetzt am Anfang schneiden werde. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen und ich habe heute noch ganz viel auf der Agenda stehen eigentlich. I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Na, oh, traurig. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Milk, Peanut Butter, Chocolate Cake, Öl, Banana, Toilet Paper. Klingt nach einem Einkaufszettel. Ja. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. 5 Jahre können eine verdammt lange Zeit sein. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Oh Mann. Schiebetür. Öffnen. Wobei, ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Brr. I can feel autumn pushing out the summer. Ich mag den Herbst. William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was the last one to use this. Wenn ja, ist das echt eklig, weil dann steht der Ketchup die Mayo einfach mal seit Ewigkeiten draußen vor der Tür. Das wäre echt eklig. Ich sehe. Falsch. Wie komme ich hier zurück? Zurück. Zurück. Jetzt muss ich einmal kurz in die Einstellung gehen. Ganz. Wow. Fortgeschrittenes Video? Doch, ist alles okay. Verlassen.
Wie gesagt, ich habe halt jetzt gerade. Ich habe immer diese Mikroruckler. Ich weiß nicht, warum. Oh, I loved this swing. William made it just for me and Chloe. No. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Explore the world, go far from here. Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. I would love to be a photographer. As if I ever could be. What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum. Someday they will. I believe in you. Oh. Ja, als Kinder war es eine sehr unbeschwerte Zeit. Keine Probleme scheinbar. Und dann ist Max weggezogen. Und damit ging scheinbar vieles den Bach runter. Oh Mann, ich muss leider jetzt noch einmal kurz. Ich mach jetzt mal ganz dreist den hier. Weil die Mikroruckler mich echt ein bisschen nerven. Jetzt mal so ein bisschen runter. Ist jetzt wieder irgendwas? Das lese ich später wieder. Irgendwann, wenn ich Zeit und Möglichkeit dazu habe. That took Chloe and me the whole day to draw. It's almost invisible now. Oh. Aber es steht hier immer noch. Nach all den Jahren steht es hier einfach immer noch. Ist hier noch irgendwo was? Ist zum Gucken. Hier sieht's aus wie Chaos Infernale. Ja, gehen wir wieder rein. Öffnen. Hauptsache, wir kommen wieder rein. Alles klar. If I took this picture, the deer would be standing on your ass. Ja. Ein Sofa. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Looks like a shipwreck now. Come on, open it, chicken. Hold on, and I'm not chicken. Prove it. You drink first, Max. No way. It was your idea, Chloe. Whatever. Give me that bottle. Well? Tasty. Very tasty. Here, I want a sip. Sorry, this is not for kids. Don't be greedy. Give me some. Oh shit, the carpet! There's wine all over. What do we do now? My parents are coming. Cover it up. Überall in diesem Haus hängen Erinnerungen. Überall. Wo sie geht, wo sie steht, es hat sich von den letzten 5 Jahren kaum was verändert. Und überall sind Erinnerungen an die Zeit. Da ist der Fleck. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Ja, Wein ist echt garstig. I should be able to find the tools I need here. Okay. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. Ja, ist ein Arschloch. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Sehr. Gerade der Typ kann das sehr, sehr gut. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've got to be shitting me. Okay, ich glaube, das hätten wir anders öffnen müssen. Alles klar. Alles klar. Kann ich es wieder ausschalten? Oh mein Gott. Da fehlt einer. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat.
ganz schnell wieder aus. Yes, score. Ich will nicht wissen, wer da getroffen hat so gut. Da sind die Werkzeuge. Ich habe ein böses Gefühl. Erstmal neu hier. Erstmal umgucken, bevor ich irgendwas aktiviere hier. Ein Fernseher. Kann ich das nicht wieder zu... Doch, das kann ich wieder zumachen. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? Alles klar. For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Ich finde den Typen etwas sehr krank. So, Karte. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Placement of cameras. Da sind auch überall Kameras versteckt. Hier, überall, wo er markiert hat. Er ist schon so ein bisschen crank, der Typ. Schnell wieder zumachen. Das gibt nur Stress. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Tiny tools. Das Schlimme ist bei dem Spiel, ich habe halt die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Aber ich kann nur was falsch machen. Das ist wie mit Game of Thrones Telltale. Es gibt gefühlt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur falsch. I wonder what's in those files up there. Ich kann eh nur alles kaputt machen. Ja, shit. Ich dachte. Butterfingers. Oh Gott. Ja, Fotos. Die gucke ich mir jetzt an und dann spule ich ganz schnell die Zeit zurück. Kate Marsh? Why the hell would he have pictures of her? Okay, this is getting totally weird. Okay. Zurück und jetzt kann ich... Wie ging das denn nochmal? So ging das. Was? Akten? Da oben? Nein, hier ist nichts passiert. Da ist zwar Öl, aber es ist eine Garage. Essen für die nächsten 2 Jahre. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Ja gut, 100 Jahre wird das nicht halten. Aber ein paar Monaten, wenn man gut rationiert, bestimmt. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Alles klar. Aber wie gesagt, die Mikroruckler tun mir gerade echt, echt leid. Ich weiß nicht, was los ist. So, Laptop ansehen. This must belong to Chloe's stepdad. Ja. No password. Like it would help me find tools anyway. Okay. Vielleicht finden wir das Passwort ja noch. So, da oben sind Werkzeuge ansehen. Boom, precision screwdrivers. Except I can't reach them. That does not look stable. Nein. Alles klar. Wackel, 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 wackel. Zack. That was very smart, dumbass. Und ausschalten. Sofort. Nach Möglichkeit so wenig. Was ist das denn? Yes, here's some ancient cardboard. Schieb den weg. Man, I should have done that before they fell. Ja, genau das dachte ich mir gerade auch. Gut, das machen wir dann noch einmal. Uip. So. So. Das schieben wir jetzt mal eben da drunter. Und schalten das hier ein. Ratter, 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 ratter. So. Wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich anfangs etwas kürzere Folgen machen, einfach um wieder so einen Einstieg zu machen. Und ganz wichtig, yes, bevor die erste Folge... You have mad skills, Max. Bevor die erste Folge jetzt vorbei ist. Life is Strange wird alle... I should go back upstairs before Chloe freaks. Ich werde das alle 2 Tage wird das online kommen. Bücher. I guess they're aging these books. Ja, ja. Also wie gesagt, es wird alle 2 Tage kommen.
Und ich werde fürs nächste Mal gucken, dass ich irgendwie das mit dem Mikroruckler hier geschissen kriege. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Genau. Öffnen. Ich habe gerade sehr Angst, mich mit der Maus zu bewegen. Das haben wir alles schon gecheckt. Ich habe Werkzeug. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Das ist aber nett von dir. Oh. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Sie ist unsere beste Freundin. Wir sollten es ihr sagen. I was there, hiding in the corner. Damn, you are a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared, yeah. Too. I couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Wir sind ehrlich. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Nein. No, I didn't know what to do. I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I know it was your birthday last month. Ich liebe ihre bunten Tattoos. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Aww. Komm, Fotos machen. Mach Fotos von ihr. Sie hat gute Laune. Das ist schön. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Turn it off. Dude, the music's not even on. Asshole. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, Schrank. Chloe, you're stalling. Stecken. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in now. Scheiße.
please. 1 second. Ranging, give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Now. Please. 1 second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Chloe. Steng, 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 steng. I'm giving you exactly. Das hält überhaupt nicht auf. Open... Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Oh, yeah, ich mag calm ihn back. Nicht. We'll do that to you. Ja, man kann sich auch alles drauf einbilden, ey. Sorry, aber ich finde, ich mag ihn nicht. Ah! One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Da wäre ich auch respektlos. Who Sorry. Oh Gott. Eingreifen, versteckt bleiben, eingreifen, versteckt bleiben. Wenn wir eingreifen, sind wir sind eh schon bei ihm auf der Abschussliste. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home, especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Boah, like this dich. Afternoon. You don't have anything smart to say now, do get you? Get the hell away from huh? her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you well, know. You're not klar. Even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. Warst. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Ja, genau das. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, alles put klar. That thing down. Jetzt relax, doch. Sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. Ja, he's no match no for you and me now. That was an epic win. Nein, war's nicht. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Yeah, that did not go well for me. Nein. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Linke Maustaste, um Chloes Zimmer zu verlassen. Okay. Ist die Kamera auch mit, Baby? Besser ist das. Die Kameras lasst ihr einfach liegen. Alles klar.